Lisa sagt, in mir lebt die Seele Elisabeths. Doch deren kurzes Leben war hart, am Ende sogar eine Qual. Was macht dich traurig? Sie reiten weg. Hast du Angst um ihn oder Sehnsucht? Ist es gefährlich, wo er hinreist? Er sagt, er kommt wieder. Sie tragen ein Kreuz bei sich. Wir schreiben das Jahr 1227. Elisabeth verabschiedet Ludwig, der mit einem großen Heer nach Süden zieht, zum 5. Kreuzzug. Elisabeth ist 20 und zum 3. Mal schwanger. Und siehst du ihn wieder? Geh ein Stück in die Zukunft, kommt er zurück? Er ist tot. Sie hat mir seinen Ring gebracht. Ist er gefallen im Krieg? Vorher schon. Der Mann, der mir den Ring brachte, sagte, er ist auf ein Schiff gestorben. Und du hast seinen Ring, den er trug, den du kennst, diesen Ring. Schau ihn innerlich an. Der ist auf jeden Fall oval. Das ist auf jeden Fall ein Stein. Also Stein ist auf jeden Fall. Und zwar meines Erachtens dunkler Stein. Der Ring ist so wie von Lisa in Trance beschrieben. Ein braun-roter Achat, der unter Lichteinfall bläulich schimmert. Sie verstoßen mich. Ich mag auch nicht mehr. Ich gehe runter und nehme meine Kinder mit. Ende 1227 verlässt Elisabeth mit ihren drei Kindern die Wartburg. Unter erbärmlichen Bedingungen verbringen sie den Winter in Eisenach. Im Frühjahr 1228 geht es weiter nach Marburg. Hier gründet Elisabeth ein Spital für Ausgestoßene und Arme. Ihre Arbeitskleidung? Ein schlichtes, graues Kleid. Und genau dieses Schwesternkleid, davon ist Lisa nun überzeugt, hat sie all die Jahre in ihren Träumen gesehen. 1231, mit erst 24 Jahren, stirbt Elisabeth an Erschöpfung. 1235, 4 Jahre nach ihrem Tod, wird sie heilig gesprochen. Im selben Jahr beginnen auch die Arbeiten zum Bau der Marburger Elisabethkirche. Wir haben uns mit Renate Lührmann verabredet. Sie ist Historikerin und Kirchenführerin in der Elisabethkirche. Also was ich gesehen habe, war in dem Hospital mehr ein wie ein Holzfußboden. Und da lagen die Kranken einfach auf sowas wie so Holz liegen dort. Mhm. Mhm. Ganz einfach, also wirklich ganz, ganz einfach. Und dieses Fachwerkhaus, also das sehe ich auch so ganz klar vor mir, also Fachwerk. Fachwerk, nicht zu hoch. Mhm. Und ja, aber keine Ziegel auf dem Dach, da war was anderes. Ich kann mich nur wundern. Und ich kann nicht vergessen, dass ich dieses alles, was sie in Trance gesehen hat, in Büchern gelesen habe. Ja, und dass ich nicht, dass für mich die Erklärung dafür ist, dass sie das irgendwo gelesen hat. Oder also, dass jemand, der es gelesen hat, ihr davon erzählt hat. Das kann ich beschwören. Dass das so war mir Gott helfe. Ja. Ich habe weder Bücher drüber gelesen, noch mit Leuten drüber gesprochen, denn die ganze Geschichte erschlägt mich. Das ist einfach erlebt in einer Trance. Ja. Das ist ganz, das kann man niemandem sagen. Also ich möchte jetzt, was ich gesehen habe, Ihnen zeigen. Und zwar müsste das Haus, wo Elisabeth gewohnt hat, beispielsweise also von der Beschreibung hier gewesen sein. Die Tür müsste bei der Hausmauer gleich anschließend gewesen sein, dann ohne Fenster, meines Erachtens. Und das war Fachwerk. Und hier müsste länglicherseits ein rechteckiger Bau gestanden haben als Hospital. In der Tat haben die Ausgrabungen hier ein 8x8 Meter großes Fachwerkhaus ergeben und davor ein von dem langrechteckigen Fachwerkgebäude dort entlangführenden Weg, der durch Bodenbefunde als Weg gekennzeichnet war
und der hier ungefähr in das Haus hineingeführt hat. Die Feuerstelle war ungefähr an dieser Stelle. Hier ungefähr. Hier ungefähr. Das hier ergrabene Fachwerkhaus ist 8x8 Meter. Ist eigentlich für ein Fachwerkhaus nicht gerade klein. Und vor allen Dingen das große Wunder war, es gab hier den Herd. Mich brennen meine Augen von dem Rauch. Ist das plötzlich so oder gibt es jetzt mehr Rauch als früher? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber sie brennen. Ganz wichtig war mir immer dieses, was ich in der Trance erlebt habe, dieses Augenbeißen, dieses Husten, dieser Rauch, der mir zu schaffen machte. Das war ganz deutlich da. Also, dass Elisabeth der Rauch zu schaffen gemacht hat, wird ausdrücklich berichtet. Renate Lührmann ist Wissenschaftlerin und nicht auf den Mund gefallen. Aber Sekunden später verschlägt es ihr fast die Sprache. Sehen Sie? Ah, das schwarze Wasser. Hier, ja, ist das schwarze Wasser. Genau. Das nennen Sie so. Ja. Woher kennen Sie das? Nö, das war jetzt ganz einfach so. Also. Das schwarze Wasser. Für Geografen nicht mehr als ein Nebenfluss der Lahn. Doch für Lisa, die nie zuvor in Marburg war, wird der kleine Flussarm zu einem Strom von Bildern aus längst vergangener Zeit. Sie sehen mich auch etwas bewegt, ja? Denn ich meine, dieser Ort ist in der Tat vielleicht das Einzige, was wir heute noch genauso sehen, wie es damals war, zu Elisabeths Zeit. Was ich auch ganz deutlich gesehen habe oder gespürt habe, es waren nicht bloß ein paar Kranke, es waren Massen. Richtig Massen müssen das gewesen sein. Es wird von einem Tag berichtet, zu dem sie schon wochenlang vorher hatte Einladungen ergehen lassen in die ganze Gegend und alle Armen einzuladen. Und wenn man nachrechnet, dann weiß man, dass es 1600 oder so gewesen sein muss, die sie hier auf diesem Gelände versammelt hatte. Ob es das hier irgendwo gegeben hat. Da habe ich ein Fragezeichen gemacht, das weiß ich das, eben nicht. Ja, das wissen wir auch nicht, das können wir auch nie wissen, weil da jetzt die Elisabethkirche ist. Ja, und so. Aber ich meine, hier ist eben das Wasser mit Fragezeichen. Das hat sie da tatsächlich schon gemalt. Wie, das ist Ihnen jetzt eben klar geworden, deswegen haben Sie es jetzt aus der Tasche gezogen. Ja. Tja. Tja, das ist ja wirklich, also. Hier, und zittern Sie jetzt vor Kälte? Und nee, die Kälte sind nicht kalt. Ist nicht kalt. Das nennt man Ergriffenheit. Ja. Ich kann es in meinem wissenschaftlichen Weltbild vorerst nicht unterbringen. Ja, aber ich meine, es ist natürlich also schon sehr wunderbar, muss ich schon sagen. Und wenn du dich dann bereit fühlst, die Augenbinde wieder abnehmen und dich ganz hier einfinden. Wo ist das Grillitz? Oh. Ich habe eins begriffen, dass Sterben ganz leicht ist. Also Sterben, da braucht man keine Angst davor haben. Sterben ist einfach ein Schritt zur Seite gehen. Mit dem Ausatmen einfach einen Schritt zur Seite und man ist dennoch immer da. Was bleibt am Ende der Expedition? Lisa, die Historiker und wir haben Dinge erlebt, die uns sprachlos gemacht haben und für die es keine rationale Erklärung zu geben scheint. Lisa ist nun fest von der Unsterblichkeit der Seele überzeugt. Und etwas raubt ihr nicht mehr den Schlaf. Ich weiß jetzt, was es mit diesem grauen Kleid auf sich hatte. Es ist für mich jetzt sehr beruhigend zu wissen, dass dieses Kleid existiert hat. Und mein Traum kommt jetzt nicht mehr. Jetzt ist es schon 2 Monate zurückliegend und das ist sehr beruhigend für mich.